Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du dir dieses Video ansiehst. In diesem Video geht es um das Thema Follow-up im Network Marketing und ich möchte dir gerne meine wichtigsten Gedanken zu diesem Thema hier in diesem Video mit auf den Weg geben und hoffe wie immer, dass das Ganze für dich interessant ist. Also Follow-up im Network Marketing, im Prinzip geht es um das Thema Nachfassen, es geht um den kompletten Prozess von der Geschäftsanbahnung bis dann zum Abschluss, sei es jetzt für den Kauf eines Produkts oder sei es halt eben für den Einstieg als Kooperationspartner, als Vertriebspartner in deinem Unternehmen. Und der wichtigste Grund, warum du im Network Marketing ein Follow-up machen solltest, warum du nachfassen solltest, warum du ein System zum Nachfassen haben solltest, ist ganz einfach der, weil es die meisten nicht machen. Und wenn etwas viele nicht machen, dann hast du, egal wie gut du es jetzt erstmal machst, grundsätzlich bessere Chancen als deine Mitbewerber, als deine Konkurrenten, wenn du es machst. Und das sollte der Hauptgrund sein, warum du ein Follow-up betreibst, ein Grund sein, warum du Follow-up betreibst, weil es so viele halt einfach nicht machen. Es gibt verschiedene Zahlen, je nachdem, es gibt Studien, der ein oder andere sagt, man braucht 5 bis 10 Kontakte, bis ein Interessent dann letzten Endes zum Käufer wird. Und egal, ob das jetzt 5 Kontakte oder 10 Kontakte, 15 oder 20 Kontakte sind, wichtig ist, dass du diese Anzahl an Kontakten eben halt mit der Person machst, weil du weißt nie, an welchem Punkt steht eine Person gerade in ihrem Leben, wann ist der Punkt erreicht, an dem die Person ins Handeln kommt und sagt, okay, jetzt ändere ich mein Leben, ich starte durch mit Network Marketing. Und dann, wenn dieser Punkt aber da ist, dann solltest du auf dem Bildschirm sein, bei der Person, damit sie auch weiß, okay, ich informiere mich mal, ich gehe zu der Person und fange bei der Person an, weil ich verfolge die jetzt schon 1, 2 Jahre oder 1 Monat, 2 Monate, 3, 4, 5 Wochen, egal welcher Zeitraum das ist. Wichtig ist, dass du da präsent bist. Und das schaffst du halt eben nur, wenn du dir ein System überlegst. Das ist der nächste Gedanke. Überlege dir ein System, wie du dein Follow-up gestalten willst, machst du es via Telefon, machst du die ersten Schritte via Telefon, gehst du dann auf eine automatisierte Lösung via E-Mail-Marketing über, machst du Gruppen, machst du zum Beispiel WhatsApp-Broadcast-Listen, machst du WhatsApp-Gruppen, wo du einfach über deine aktuelle Entwicklung informierst, wo du Infos über dich dann halt eben mit den Interessenten dann teilst. Finde grundsätzlich heraus, im Follow-up, was die Person eigentlich will, was sie für Schwierigkeiten hat, und dann zeig ihr die Lösung da dafür, Wichtig ist, dass du herausfindest, was die Person möchte, nicht nur um dein Produkt zu verkaufen, sondern es ist auch wichtig für eine zukünftige eventuelle Zusammenarbeit, weil manchmal ist es besser, auch zu einem Interessenten Nein zu sagen, bevor du eines Tages feststellst, du musst mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem du eigentlich gar nicht zusammenarbeiten willst. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil dein Geschäft soll ja auch Spaß machen. Und du entscheidest in diesem Business, mit wem du arbeitest und mit wem nicht. So, und dann hol dir die Erlaubnis ein im Laufe des Prozesses, oder am besten sogar zu Beginn des Prozesses, dass du die Person einfach, dass du ihr weitere Informationen zusenden kannst. Und wie gesagt, das kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, via Telefon, du kannst E-Mail-Marketing nutzen, WhatsApp, Broadcast-Listen, du kannst WhatsApp-Gruppen nutzen, Facebook-Gruppen, einfach ein Medium, wo du relativ einfach Informationen mit einer möglichst großen Anzahl an Menschen teilen kannst, also dass das Ganze einfach skalierbar ist. Nicht sinnvoll wäre es jetzt zum Beispiel, wenn du 1000 Leute auf deiner Liste hast, in deinem Auftragsbuch stehen hast, dass du diese dann antelefonierst, außer du hast jemanden, der das für dich machst.
Der Prozess sollte dann eher so sein, dass du diese 1000 oder wenn es dann mehr werden, ja, dass du einfach mit einem sehr einfachen Medium viele Menschen erreichen kannst. Also zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe, ja, wenn du eine Info postest, sieht es jeder in der Gruppe. Oder wenn du E-Mail-Marketing nutzt, du kannst eine E-Mail erstellen, ja, für deine Interessenten, für deine Kunden, für deine Geschäftspartner, für, je nachdem für wen das Ganze dann halt interessant ist und es mit einem Mausklick dann quasi versenden. Das heißt, einmal die Arbeit machen und so viele Menschen wie möglich erreichen. Und so kannst du natürlich dann auch ja, das Ganze einfacher skalieren und wachsen. Weil ob du eine E-Mail an 1000 Leute schickst oder an 100.000, ja, für dich ist der Arbeitsaufwand der gleiche. Aber es macht einen Unterschied, ob du 1000 Menschen antelefonierst oder ob du 100.000 Menschen antelefonieren musst. Ja? Also ich hoffe, kam rüber, was ich damit meine. Wichtig, kurze Zusammenfassung. Zum Follow-up. Wichtig ist, dass du Follow-up überhaupt machst. Das ist der erste Punkt, weil es so wenige machen. Der zweite Punkt ist, hol dir das Einverständnis, dass du die Menschen kontaktieren kannst. Ja, dass du sie regelmäßig weiter informieren kannst. Und wichtig, überleg dir ein System, ja, wie dein Follow-up aussehen soll. Ja, überleg dir wirklich, wie sprichst du eine Person an, auf welches Event lädst du sie ein, ein Webinar etc. Oder ja, ein Offline-Event und dann, wie ist der Nachfassprozess? Also, wie oft kontaktierst du die Person an? Was machst du, wenn die Person nicht ans Telefon geht? Und wie oft rufst du an, zum Beispiel, wenn die Person nicht ans Telefon geht? Was ist deine letzte Nachricht, die du auf dem AB hinterlässt? Oder wie kommst du vorab an die Erlaubnis, das Ganze der Person Informationen zusenden zu können? Und hältst die Leute dann auf dem Laufenden, ja? Und skalierst das Ganze zum Beispiel mit E-Mail-Marketing oder eben anderen Tools, die dir gefallen. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Mich würde deine Meinung zu dem Thema interessieren. Teil uns da gerne deine Erfahrungen mit. Lass uns da gerne in den Austausch gehen. Also wie gesagt, Kommentarfunktion nutzen. Wenn das Ganze hilfreich war, teile es mit deinem Netzwerk. Und ansonsten, wenn du Lust hast, ja, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du auch unterhalb des Videos die Möglichkeit, weitere Informationen anzufordern. Wichtig ist dabei, du solltest bereit sein, ja, dir ein langfristiges, lukratives Geschäft aufbauen zu wollen und dementsprechend natürlich auch die notwendige Arbeit tun zu wollen. Ja, weil ohne Arbeit geht es nicht. Falls du Fragen dazu hast oder im Vorfeld einfach mal ja, mit mir persönlich sprechen willst, findest du auch Kontaktformular. Nutzt das Ganze und dann können wir ja gerne auch darüber sprechen und einfach schauen, ob das gegenseitig passt. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. In diesem Sinne maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.